So, Leute, wir speichern und probieren. Endlich hat meine Waffe was zu tun. Ich hab gesagt da und da, nicht dort. War nicht von dem reiche ich den Kopf. Ein wenig mehr Konzentration bitte. Gut so. Alter. Zombie-Apokalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play. Risen 3 Titan Lords. Ja, ihr Lieben, wir befinden uns hier immer noch in dieser Höhle, die versteckt ist hinter dem Kloster der Magier sozusagen. Den Lichtzauber, den hätte ich mir eigentlich übel schenken können, egal. Scheiß drauf, das kommt davon, wenn so ein paar Stunden zwischen den Aufnahmen liegen. Da vergisst man so manches, obwohl es ist dunkel, es ist Nacht. Es ist Nacht. Alles da. Wir haben echt einiges erledigen können. Ich hoffe mal, dass uns das hoch angerechnet wird. Da oben gab es ein Bett. Ich würde sagen, wir legen uns da auch hin. War das hier? Ich bin mir jetzt nicht ganz zu 1000% sicher. Die sollten mal hier ein bisschen aufräumen. Findet ihr nicht? So, hier ist ein Bett. Wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Ist geiler für die Aufnahme. Man sieht da mehr. Saugeile Sache, saugeil. Perfekt, hallo Bones. Ich möchte Magier werden. So, hier gab es auch nichts weiter. Leere Truhe. Ja, die hatten wir. Die hatten wir schon, Freunde. Hier unter uns ist der Reaktor der Schweinelaubmann. Die Augen brennen heute so krass. Ist echt nicht mehr feierlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wartet mal. Wir gehen erstmal nach unten. Wir sprechen jetzt mit jedem einzelnen Typen. Wo ist er denn? Kannst du mir etwas beibringen? Was? Alchemie, Vegetarier, okay, Ritualmeister, okay, alles klar. Unwichtig für uns, extremst unwichtig. Also er kann uns nichts Sinnvolles beibringen. Auf jeden Fall haben wir die Lebensmittellieferung, die sind mit Sicherheit schon safe vergammelt. Aber wir haben sie fertig. Hallo Ilva. Ich habe alle Prismen gefunden. Gut gemacht. Vergiss nicht, sie auch zu benutzen. Sie werden dir sehr hilfreich sein. Jetzt, wo du all deine Astralsichten hast, kannst du dich um Erasmus' Aufgabe kümmern. Viel Glück. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus steigern. Ja, das bringt mir auch nicht so viel, Leute. Wir wollen ja so Albus Dumbledore-Style durch die Gegend rennen. Landeskunde der westlichen Hemisphäre. Wahnsinnig spannend. Extremst. Du, zum Niederknien. Wahnsinn. So, wo ist Monsieur Orgasmus, Erasmus? Ich weiß, der war schlecht, aber jedes Mal, wenn der Erasmus sagt, muss ich automatisch an Orgasmus denken. Entschuldigung. Oh! So. Hallo! Was kannst du mir beibringen? Frag einfach. Kristallmagie könnten wir noch steigern. 10 pro Stufe. Ich möchte meine Zauber schneller wieder einsetzen können. Oh ja. Gut. Jetzt gehörst du zu den besten, am schnellsten lernenden Magiern, die ich je gesehen habe. Zu einem besseren Meistermagier kann ich dich nicht machen. Was? Lappen. Ich möchte die Kristallmagie besser beherrschen. Kein Problem. Ich bin noch nicht gut genug.
Magie 90. Magie ist Macht, Alter. Magie ist Macht. Können wir denn Magie steigern? Nein, können wir nicht. Fick dich. Wirklich. Also, ne? Fick dich. Gut, warte mal. Lass uns doch mal im Logbuch nachschauen. Expedition, was ich zu tun habe. Erzlieferung haben wir auch noch. Verborgene Werte. Das müssen wir auch noch machen. Also wir sind auf Taranis noch nicht durch. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall auf Taranis alles jetzt durch. Expedition der Magier. Die würde ich jetzt... nee, Feinschmecker brauchen wir nicht markieren. Zeig mir das doch. Ja, wow, GG. Das heißt, wieder durch die Gegend reisen. Aber... Bitteschön. Was deine Delikatessen angeht... Ich schau mal, was ich dabei habe. Ich schau mal, was ich dabei habe. Einen schmackhaften Schinken. Einen exquisiten Käse. Einen aromatischen Wein. Ein paar zarte Muscheln. Hm. Ich glaube, das ist alles. Sehr gut. Hier, deine Spezialitäten. Das war eine ganz schöne Lauferei. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Hier, du hast dir deine Belohnung redlich verdient. Ich kann ohnehin nichts damit anfangen. Du wirst es bei den Wächtern noch weit bringen. Kleine Steintafel haben wir erhalten. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach. Fifras lernen. Du liebst Essen. Mit einem vollen Bauch gibt's nichts, was dich umhaut. Erhöht die Wirkung vom Proviant um 25%. Nö. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Gut. Kristallnadel. Saphire hat er. Ich würde ganz gerne noch ein paar mehr Zauber lernen. Es gibt ja noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall fertig. Mit ihm haben wir auch gesprochen. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Sprüche herstellen, nein. Sprüche herstellen ist jetzt für uns eigentlich auch nicht so von Relevanz, Freunde, oder? Nö, eigentlich nicht. Wir haben ja unsere Grundzauber und die fetzen ordentlich. So, dann haben wir doch noch eine Erzlieferung abzugeben. Geh weg. Geh weg, er mag mich immer noch nicht. Wer hier Ärger macht, fliegt. Ja, kein Problem. Das ist hier Monsieur Messer werfen. Zeig mir, wie gut du mit dem Messer wirst. Nein, unwichtig. Also, Freunde, wir müssen weitermachen. Wir gehen rüber zum Schmied. Wir liefern Erz ab. Aber erstmal reden wir hier noch mit dem Magier. Ah, da bist du ja. Hast mich ich vermisst? Konnte einen Zauber aus den Wasserproben destillieren. Wenn du willst, kann ich ihn dich jetzt lehren. Ohne dich hätte es ewig gedauert, diesen Zauber zu ergründen. Zaubersprüche lernen. Alter. Gut. Schleuder magisches Eis auf deine Feinde, Splitterhagel. Bring mir den Zauber Splitterhagel bei. Mit diesem Zauber haben wir etwas erschaffen, was die Macht des Wassers in einem Spruch bündelt. Geil. Konzentriere dich auf dein Ziel und lasse die Kraft durch den Handschuh und den Kristall verstärken. Wenn alles gut geht, sollte dein Gegner von Eispfeilen durchbohrt vor dir liegen. Das Schöne ist, dass die Pfeile nicht zurückverfolgbar sind. Ich möchte den eisigen Griff lernen. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Ich hoff's. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach. Also Leute, wir müssen echt mal ein bisschen was Magie sicher steigern. So gut bin ich auch nicht. Können wir nicht? Warum? Ach so, wegen der Härte. Alles klar. Kampfmagier. Ich möchte raffinierter zaubern können. Der Trick ist es, den Fokus, den dein Selbst auf das Wirken der Zauber legt, mit deinen Bewegungen zu verbinden. Wenn du dich mehr bewegst beim Zaubern, sollte es besser klappen. Probier es direkt mal aus. Alles klar, Bandtänzer. Ich möchte schnellere Magieattacken wirken können. Oh ja. Okay. Geht das noch schneller? Nö.
Ich glaube, wir haben jetzt A, ordentlich viel Gold ausgegeben. Wir speichern mal und schauen in unser rechte Hand. Wir haben noch den eisernen Griff. Den würde ich ganz gerne hier mit drauflegen. Wir tauschen das mal. Du kommst dahin. Eiserner Griff, Windhand. Das haben wir ja. Windhand ist da. Blitzschlag. Okay, dann gehen wir mal auf unserem Reiter Magie. Splitterhagel ist 3. So, Leute, wir speichern und probieren. Endlich hat meine Waffe was zu tun. Ich hab gesagt da und da, nicht dort. Der Schlag war nicht von dir. Dem reiß ich den Kopf ab. Ein wenig mehr Konzentration, bitte. Gut so. Alter. Das war ja mal ultra. War das geil. Holy fuck, Roni, war das gut. Alles klar. Das kann ja richtig was. Oh mein Gott. Gordon. Ich habe die Lieferung, die du wolltest. Na, wer sagt's denn? Dachte schon, du hättest dich mit dem Gold über alle Berge gemacht. Natürlich damit nicht. Hast du uns allen hier einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß, ich bin der Ich habe zwar kaum noch Gold übrig, aber das sollst du haben. Dankeschön. Bring mir etwas bei. Oh, magische Kristalle, Talismane herstellen, okay. Ende! Das war unglaublich geil. Wir haben neue Zauber gelernt. Das müssen wir natürlich gleich direkt nochmal machen, Alter. Das war ja mal ultra. Hey, lass deine Magie stecken. Gesagt. Gut so. Alter. Ohne Probleme. Ohne Probleme laden. Ey, das ist so geil. Das ist so unglaublich geil, was wir... Alter, was wir können, Mann. Was wir können, das grenzt doch schon an echt verboten. Wir speichern. So, dann gibt es ja noch eine Quest. Verborgene Werte. Zack. So. War das das? Ja, jetzt habe ich, ich habe eine Markierung. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade einen kurzen Soundbug. Leck mich am Arsch. Ich würde gerne Magier werden, aber wo zum Fick? Quest hier, Auftraggeber. Wo müsste ich denn da hin? Heimat, achso, Antigua, alles ja. Da ist auch noch was zu holen, aber da wollte ich jetzt noch nicht hin. Gut, ich würde sagen, wir speichern an dieser Stelle nochmal und reden mit Magnus. Bin ich bereit, zum Wächter befördert zu werden? Lass mich überlegen. Du hast Maurizio dabei geholfen, das Wasser der Umgebung zu untersuchen. Lumbrock sagt, du hättest ihm sehr geholfen. Du hast mich im Kampf besiegt. Das zeugt von deiner Kraft. Ich habe gehört, dass du einen Schattenlord getötet hast. Sehr beeindruckend, aber das alleine wird nicht reichen. Der Magier Ilva sagt, du hast dich hier im Lager nützlich gemacht. Du hast Maurizios Prüfung bestanden. Das ist ein Punkt, der für dich spricht. Gordon sagt, du bist für ihn bis nach Kalador gereist, um besonderes Erz zu holen. Das können wir gut gebrauchen. Du bist eine echte Hilfe hier im Lager und lernst schnell. Stark genug für einen echten Wächter bist du auch. Geilo! Wie geht es jetzt weiter? Glaub nicht, dass wir dir jetzt eine riesige Zeremonie bereiten. Geh und melde dich beim Schmied Gordon. Er soll dir deine Wächterrüstung geben. Ohne sie ist es dir nicht erlaubt, dich Wächter zu nennen. Alles klar.
Neue Quest, die Rüstung eines Wächters. Ich würde aber ehrlich gesagt lieber Magier werden, ne? Wer hier Ärger macht, fliegt. Ja. Was? Kann man da nicht noch irgendwie was da machen? Wir speichern und schauen nochmal auf unser Charakter. Fingerfertigkeit. Attribute. Noch sind wir Kadett, jo. Das Wichtige ist ja, die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Magnus schickt mich wegen einer Rüstung. Hat Magnus dich also zum Wächter gemacht, hm? Du hast es dir verdient, wenn du mich fragst. Danke. Jetzt gehörst du zu den festen Reihen der Wächter. Herzlichen Glückwunsch. Lass uns handeln. Lass uns handeln. So, jetzt haben wir... Eine Geisterklinge sieht auch so ultra gut aus, ne? Kadetthelm, Wächterhelm. Ich würde ganz gerne auch die richtigen Sachen dabei haben. Ende. So, wir schauen mal in unser Inventory. Kopf hätte ich ganz gerne den Wächterhelm. Und an den Beinen, Füßen. Panzerschliefe hört sich auch geil an. Panzerschliefel. Jo, Panzerschliefel, komm, scheiß drauf. Jetzt haben wir uns extra Wächterschliefel geholt, aber Arschlecken. So, wir haben es geschafft. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Alles. Wir sind... Ist was? Nö. Wir sind offiziell nun Wächter in den Reihen der Magier. Wer hier Ärger macht, fliegt. Ja, sag ich auch immer, du Lappen. Sag ich auch immer. Ich bin auf jeden Fall befördert worden. Das ist geil. Was kannst du mir beibringen? Frag einfach. Kristallmagie meistern. Ich bin noch nicht gut genug. Leider nicht. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Was hast du anzubieten? Ja, das hatten wir ja auch schon. Also da ist nichts bei, was uns jetzt weiterhilft. Gut, dann gehen wir hier auf Ende. Jo. So, wir sind Wächter und wir haben es echt weit gebracht. Wir speichern. Wir sind kein Kadett mehr. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber vielleicht kann man auch nicht... Ist was? Ist was? Ja, vielleicht kann man auch in dem Sinne kein richtiger Magier werden. Weiß man's? Ich weiß es nämlich aktuell nicht, Freunde. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Alles. Fechtmeister, Schwertmeister, nö. Aber nicht. Wir haben Magie, Freunde. Unsere Waren sind vor Dieben sicher. Ist das so? Na. Deine Zuversicht, mein Freund. Deine Zuversicht, die hätte ich gern. Ich hatte doch vorhin noch einen Apfel? Weiß ich nicht. Habe ich den vielleicht geklaut? Ich werde mal weiter die Augen aufhalten. Tu das. Und nochmal vielen Dank für alles. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Episode angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen, wäre natürlich richtig nice, wäre richtig fresh. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Schimmede und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!
Achtung.